Hare Krishna. So, heute ist der große Tag von Balaram Jayanti, Mahamahotsava, von Festival für die Erscheinung von Sri Balaram hier auf der Erde, oder Balarams Geburtstag, könnten wir sagen. Und zuerst möchte ich ein bisschen was erklären, wer einen Blick geworfen hat auf Vaishnava-Kalender, dann könnte man ein bisschen verwirrt sein, weil da kommen ein paar Sachen zusammen. Zum Beispiel auch Srila Prabhupads Reise nach Amerika hat heute begonnen, in ist Kalender. Aber wir wissen auch aus der Autobiografie oder Biografie von Srila Prabhupada, dass Srila Prabhupada zuerst Balaram Jayanti gefeiert hat, das Festival, und dann hat sie sich auf die Reise begeben. Das heißt, wie können wir das verstehen? Oder wir sehen dann, wir hören, dass Balaram zu Purnima, zu Vollmond erschienen ist, aber heute ist Pratipat, der erste Tag nach dem Vollmond. Und das ist nämlich so, wie die Regel mit Ekadashi Fasten. Manchmal fasten wir am Ekadashi Tag selbst oder Ekadashi Titi, an dem Lunarentag, an dem Montag von Ekadashi, und manchmal an Mahadvadashi. Und in unserer wichtigsten Schrift für Lebensstil von Gaudiya Vaishnavas, Hari Bhakti Vilasa, finden wir die Regeln aus anderen Shastra, die sagen, dieser Mondtag, der gleicht nicht dem Sonnentag. Der Mond Titi oder der Mondtag kann vor Sonnenaufgang beginnen oder nach dem Sonnenaufgang. Und Purnima Titi, der Vollmond Titi, hat begonnen gestern nach dem Sonnenaufgang. Aber eigentlich für Rituale müssen wir betrachten den Titi, der beim Sonnenaufgang gültig war. Und das war der Chaturdashi, also Titi vor Purnima, vor Vollmond. Also technisch haben wir gestern Purnima gehabt, aber der Tag hat begonnen mit Chaturdashi. Deswegen gilt eigentlich, für Rituale gilt Chaturdashi. Und heute haben wir dann wieder Pratipat, weil Purnima hat geendet vor Sonnenaufgang. Das heißt, wieder nach dem Sonnenaufgang haben wir einen anderen Titi. Purnima Titi existiert sozusagen gar nicht in dieser Geschichte. Deswegen kommen jetzt diese zwei Ereignisse, nämlich sogar drei. Also Balaram Jayanti, Balarams Erscheinung und Srila Prabhupadas beginnt seine Reise sozusagen nach Amerika. Und Julan Festival oder Schaukelfestival für Radha Krishna endet heute. Und normalerweise ist das immer an verschiedenen, fällt das an verschiedenen Tagen, aber heute eben kommt das alles zusammen wegen dieser Titi-Regen. Und die Vaishnavas nehmen dann den Titi, der nicht so gemischt ist wie gestern, wo sich nicht zwei Titis nach dem Sonnenaufgang vermischen zusammen, sondern wo wir nach dem Sonnenaufgang den ganzen Tag nur einen Titi haben. Und das ist der Pratipat-Titi. Ich hoffe, das ist jetzt ein bisschen klar, dass es eine Regel, bestimmte Regel gibt für Gaudiya Vaishnavas. Also die anderen Hindus haben gestern das zelebriert, Balaram Jayanti, aber die Gaudiyas zelebrieren das heute, weil heute ist dieser günstige Titi. Und wenn wir Balaram befolgen möchten, dann ist gut, mit einem Sankalpa oder einem Gelübde anzufangen. Und normalerweise auch, dass wir die ISKCON nicht so gemacht, in ISKCON mit dem Fasten nehmen. In ISKCON wird bis Mittag gefastet. Aber aus den Schriften, wie der Hari Bhakti Velasa, hören wir, dass man eigentlich den ganzen Tag fasten soll. Ganzer Tag bedeutet wieder jetzt der Sonnentag von Sonnenaufgang bis Sonnenaufgang. Das heißt, man würde heute nach dem Sonnenaufgang mit dem Fasten beginnen, bis morgen in der Früh, bis nächsten Sonnenaufgang. Das wäre das richtige Fasten und ohne Getreide. Auf jeden Fall, was wir heute machen sollten, auch wenn wir nicht ganz fasten können, aus irgendeinem Grund, sei es Krankheit oder zu wenig Wille oder irgendwas, oder ohne Macht,
dann sollte man kein Getreide zu sich nehmen. Man sollte wie Ekadashi, wie zu Ekadashi fasten. Nicht mit Getreide oder mit Hülsenfrüchten. Und ich habe gedacht, warum sollten wir dann nicht auch dieses Sankalpa uns anschauen? Ich habe ein Sankalpa angepasst, und nämlich in es gibt in Hari Bhakti Valasa ein Sankalpa, was man benutzen kann, bevor man mit Ekadashi Fasten beginnt. Und ich habe das ein bisschen angepasst und das gilt wirklich nur für heute, weil heute haben wir kein Purnima Titel, sondern Pratipat-Titel. Das heißt, nächstes Jahr muss man ein anderes Sankalpa wieder machen. Und das geht so: Pratipadinam Arabhyaha Karishyeham Vratam Tava Ekadinam Deva Devesha Nirvignam Kuru Keshava. Also diejenigen, die ernsthaft Fasten befolgen möchten, können eine Zuflucht nehmen beim Keshava, bei Krishna, und um Bevollmächtigung bitten und beten, damit wir das gut ausführen können. Und die Übersetzung ist: O Herr der Halbgötter, O Keshava, ich werde dieses Gelübde für einen Tag befolgen. Bitte ermächtige mich, um es erfolgreich durchzuführen. Und dann morgen beim Sonnenaufgang, beziehungsweise bevor man dann sein Fasten bricht, kann man folgenden Vers sagen. Und das ist der gleiche Vers auch, wenn man Ekadashi Gelübde brechen will. Das heißt, da haben wir zweifachen Nutzen. Wir müssen nicht zwei verschiedene Sankalpas ausführen. Ajnana Timirandasya Varatenanena Keshava Prasida Sumukonata Jnana Drishti Pradobhava. O Keshava, ich bin geblendet durch die Dunkelheit der Unwissenheit. Mögest du mit meinem Gelübde zufrieden sein und mich gnadenvoll anblicken. Also dieses Gelübde ist dann immer zu, um Keshava zufriedenzustellen oder in diesem Fall auch Balaram zufriedenzustellen, Krishna und Balaram. So, das war jetzt ein bisschen was Technisches, wie man dann Balaram Festival von dem Ritual her gesehen gut befolgen kann. Und noch was interessant ist, dass wir alle diese Festivals auf dreifache Art und Weise befolgen können. Nämlich, was die meisten machen, sie zelebrieren das Festival durch diese materielle Identität. Wir sagen dazu Sadaka Körper oder Sadaka Rupa oder Sadaka Deha. Also Rupa oder Deha beziehen sich auf diese materielle Form, in der wir unser Sadhana, Gaudiya Vaishnava Sadhana ausführen. Und diese Zelebrierung ist meistens verbunden mit Vishnu-Avatar. Wir hören aus dem Srimad Bhagavatam auch, dass Krishna und Balaram als Inkarnationen von Narayana oder von Mahavishnu erschienen sind. Und das ist wahr. Aber Krishna und Balaram sind natürlich auch Avatari, die sind die höchste Persönlichkeit Gottes selbst. Die haben diesen Aspekt. Und dieser Aspekt von Vishnu Avatar erscheint zusammen mit Krishna und Balaram auf dieser Erde. Und deswegen haben wir verschiedene Gebete, die auch diese Vishnu Avatars ansprechen. Das ist auch sehr interessant. Zum Beispiel, wir haben das bekannte Pranam-Mantra von Balaramji. Und dieses Mantra geht so: Namaste Tu Halagrama. Also ich erweise meine Ehrerbietungen zu dem Träger des Flugs. Hala ist der Flug. Also wir sehen Balaram oft auf den Bildern mit einem Flug. Namaste Mushala Yuda. Ich erweise meine Ehrerbietungen an denjenigen, der eine Keule trägt als Waffe. Also das sind zwei Waffen von Balaram. Namaste Revati Kanta, der ist der Geliebte von Revati, das ist die Ehefrau von Balaram. Namaste Bhakta Vatsala, und der ist derjenige, der sehr gütig ist zu Bhaktas.
der Freund, könnte man sagen, oder Behüter von Bhaktas ist der Shri Balaram. Namaste Balinam Shrestha. Der ist der stärkste von allen. Der ist der beste von allen starken Persönlichkeiten. Namaste Dharani Dhara. Und der unterstützt die Erde oder trägt die Erde in seine Form als Ananta Shesha. Pralambare Namaste Tu. Und der ist der Feind von Pralamba Asura, von Dämon Pralamba. Der wurde getötet von Sri Balaram hier auf der Erde. Drachimam Krishna Purvaja. Und bitte errette mich aus diesem materiellen Sumpf, o du, ältere Bruder von Krishna. Krishna Purvaja ist der Name von Balaram, bedeutet der ältere Bruder von Krishna. So, das ist eine Möglichkeit, diesen Vishnu oder den reinen Aspekt zu verehren von Sri Balaram, auch von Sri Krishna, wenn wir Krishna und Balaram verehren. Andere Möglichkeit ist, diese Persönlichkeit in der spirituellen Welt direkt zu verehren. Und dafür brauchen wir eigentlich die spirituelle Identität. Die können wir nicht durch unsere materielle Identität verehren. Und wir sehen, dass die meisten Festivale und Geschichten, was wir bis jetzt gehört haben, drehen sich um Balarams Erscheinen hier auf der Erde. Aber Balaram existiert auch ewiglich in Sri Vrindavan Dham, in seinem ewigen Dham in Goloka. Und er existiert auch in seiner zweiten Form als Sri Nityananda Prabhu in Sri Navadvipa. Und ich dachte mir, das wäre interessant, mal dort reinzublicken. Wie könnten wir eigentlich Balaram verehren in unsere spirituelle Identität? Und dafür müssten wir dann eine spirituelle Identität aufnehmen in Sri Navadvipa und in Sri Vrindavan Dham. Das sind zwei Möglichkeiten, Balarams Geburtstag in Sri Navadvip zu feiern, mit allen, mit Panchatattva und mit Gefährten von Panchatattva. Und in Sri Vrindavan Dham, mit Radha Krishna und Balaram und ihren Gefährten. Was sagt ihr dazu? Das wäre mal was Neues, oder? Hört sich nicht schlecht an, aber erstmal dafür fähig sein, sich da rein zu manövrieren. Ja, deswegen müssen wir dann beten zu Sri Nityananda Prabhu, weil der ist derjenige, der uns ermächtigen kann, der sehr gnädig ist zu Pavanas, zu Patita, der ist Patita, zu Patitas eigentlich, zu Gefallenen, der ist Patita Pavan, der ist der Retter von Gefallenen. Und deswegen hier ist ein schönes Gebet an Nityananda Prabhu aus Chaitanya Charitamrita, das Adi Lila. Fünftes Kapitel, Vers Nummer 1. Vandenanta Bhuta Ishwaryam Shri Nityanandam Ishwaram Vasya Chaya Tatsvarupam Jnanepi Nirupyate. Bringe meine Pranams Shri Nityananda Ishwara dar, dessen unglaubliches Aishwarya oder Opulenz überwältigend ist und grenzenlos ist. Durch deine Gnade, Sri Nityananda Ishvara, kann sogar ein ungebildeter Narr deine Herrlichkeiten ergründen. Konzentrieren wir uns jetzt zunächst darauf, wie Nityananda Prabhu in Shantarasa Sri Mahaprabhu, Sri Gaurachandra in Navadvip dient. Nämlich, es wird gesagt, auch in Chaitanya Charitamrita, Chit Shakti Ashraya Timho Karanira Karana. Dass Nityananda Prabhu als Chit Shakti, als die innere spirituelle Kraft und Macht von Mahaprabhu oder von Krishna, die Ursache von allem ist. Das heißt, Nityananda Balaram, die repräsentieren alles, was nicht direkt Krishna ist. Das ist sehr, sehr interessant. Alles, was nicht direkt Krishna ist, ist Balaram oder Sri Nityananda Prabhu. Aber auch Radini Shakti nicht, na, Radharani. Wir werden hören. Mach dich auf etwas gefasst. Mit anderen Worten, Nityananda Shakti
bildet das gesamte Dharma. Sei es Navadvipa oder als Balaram bildet er Goloka Vrindavan. Das Goloka besteht aus Sri Balaram Shakti. Und dann spezifisch gesehen, Navadvipa besteht aus Sri Nityananda Shakti. Und Himmel in diesem Dharma, die Erde, Ganga, die Wälder oder Yamuna im Fall von Vrindavan, die Paläste und Mandiras der Bhaktas in Sri Navadvipa, wie auch jedes bewegliche und unbewegliche Objekt ist nur Nithai. Nithai, 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 Nithai. Alles, was wir dort wahrnehmen können, alles, was dort existiert, ist nichts anderes als Shakti von Nithai. Das heißt, mit anderen Worten, wir können sehen, eigentlich ist Nithai alles, außer Sri Gauranga in Sri Navadvipa. Und so ist Balaram alles, außer Sri Krishna. Und so kann dann Sri Gauranga Mahaprabhu glückselig durch die Wälder von Navadvip am Ufer der Ganga wandern und sich dort vergnügen durch die Hilfe und Unterstützung von Sri Nityananda Prabhu. Und wie er jeden Waldbaum und jedes Lata bewundert, liebevoll zu den Tieren und Vögeln blickt und die Vögel betrachtet und die kühlende malaysische Brise genießt, erinnert er sich daran, dass diese schöne Umgebung sich nicht von Vrindavan unterscheidet und eine Manifestation seiner eigenen oder Sri Nityanandas Chit-Shakti ist. Weil wir wissen wieder, dass es gibt keinen Unterschied zwischen Krishna und Balaram. Diese wie der ein Tattva, Vishnu-Tattva. Der einzige Unterschied ist, dass Balaram andere Körperfarbe hat und dass er anders heißt. Und so kann Balaram und Krishna in allen Rasas dienen. In allen möglichen Beziehungen, von Shanta bis Prema Rasa. Und er dient auf 10 Arten. Er dient als die Schuhe von Krishna oder als Nityananda, er dient als Schuhe von Mahaprabhu, als Padukas. Er dient als seine Kleidung. Er dient als der Schirm, der dann den Herrn beschützt oder der dann auch ein Symbol ist von seinem königlichen Status, von seinem göttlichen Status. Der dient als das Bett des Herrn. Der dient als sein Asana oder Sitzplatz. Der dient sogar als heilige Schnur des Herrn, als Brahmanenschnur. Der dient als transzendentaler Wohnsitz, als Dham. Der dient als Ornamente des Herrn. Der dient als sein Kissen. Uninteressanterweise am Schluss, er dient als die Gefährtin des Herrn. So, das ist natürlich sehr interessant. Also er meistens dient er als ein unbewegliches Objekt, aber er dient auch als Gefährten des Herrn. Und hören wir jetzt die Erklärung dazu. Krishnas zweite körperliche Erweiterung, Balaram, ist Mahasankarshan, der große Sankarshan in Vaikuntha, der grenzenlose Shakti ausübt und viele Formen annimmt. Um Krishna vor der sengenden Sonne zu schützen, wird er zu seinem Regenschirm. Und in der Hitze des Sommers wird er zum kühlenden Wind. Wenn der Herr schläft, wird er zu seinem göttlichen Bettgestell. Und für Ramana Krida oder die Liebesspiele des Herrn wird er zu seinem Pranavallabha, zu seinem göttlichen Gefährten. Obwohl der Name dieser ewigen Shakti die Krishna eheliche Freude schenkt, Sri Radhika ist. Wird diese Freude, wenn beide sich vereinen, Nityananda genannt. Also der Name dieser ewigen Shakti ist Sri Radhika. Aber die Freude, die entsteht, wenn sich Sri Radhika und Sri Krishna vereinen, diese Freude wird Nityananda genannt. Und im Chaitanya Bhagavat enthüllt Vrindavan das Thakur das folgende Geheimnis.
Nityananda Swarupa Sri Chaitanya Bhakti Sarva Bhave Korite Dharaya Prabhura Shakti. Nityanandas Bhakti für Gauranga ist so groß, dass er diese Shakti hat, ihn in allen Rasas, in Shanta, Dasya, Sakya, Vatsalya und Madhurya Rasa zu verehren. Sehen wir jetzt mal, wie Nityananda Prabhu die Bhaktas Gauranga Seva in Dasya Rasa gewährt. Das heißt, er kann uns diesen Seva gewähren, Seva in verschiedenen Rasas. Und Seva oder Dienst in Dasya Rasa beinhaltet Folgendes: Wasser anbieten, zum Beispiel für das Waschen von Gesicht des Herrn oder wenn er seine Hände waschen will oder seine Füße. Das heißt, wir bitten Achaman an oder Hastamukha Prakshalanam oder wir bitten Padyavasa an. Fächeln mit einer Chamara. Das Zubereiten von Bettelnüssen. Das Massieren des Körpers des Herrn. Das Baden. Das Ankleiden. Das Pflücken von Blumen. Girlanden basteln. Blumenschmuck anfertigen. Das Haus des Herrn reinigen. Botschaften überbringen. Mahaprasad servieren, die Füße des Herrn massieren und vieles mehr. Also das ist die Dienste von einem Diener im Haus des Herrn, in dem Palast von Sri Nanda Maharaj und im Palast von Sri Jagannath Mishra. Und es gibt noch was Wichtiges zu überlegen. Die Gaudiyas mögen den Herrn mit seinen Shaktis verehren, mit seinen Gefährtinnen, nicht nur den Herrn alleine. Deswegen, wenn wir an Nityananda Prabhu denken, dann müssen wir an Janava Thakurani denken. Und wenn wir an Sri Balaram denken, dann denken wir natürlich an Sri Revati, Srimati Revati, Devi. Also sie ist die Devi, Sri Revati Devi. Man sollte nicht die Frauen dieser Welt als Devis ansprechen. Also ich sehe, dass das jetzt populär geworden ist, aber Devi ist eigentlich reserviert nur für Srimati Radharani und Srimati Revati Devi und so weiter. Und jetzt deswegen nehmen wir Zuflucht bei Sri Janavama, bei der Frau von Sri Nityananda Prabhu, weil durch ihre Barmherzigkeit können wir sehen, wie Gaurangas Sakya-Rasa-Spiele aussehen, die Spiele oder die Dienste in Sakya-Rasa. Sri Nithai sitzt unter einem riesigen Banyanbaum am Ufer der Ganga. Und um ihn herum sind einige von Vrajas führenden Sakas, wie Gauridas, der eigentlich Subal-Saka ist in Vrindavan. Und seinen Erscheinungstag haben wir an dem Tag zelebriert vor ein paar Tagen, wo auch Verscheidungstag von Sri Rupa Goswami war. Oder dann Abhiram Thakur, der Shridam Saka ist in Vrindavan. Oder Sundarananda, der Sudama Saka ist in Vrindavan. Oder Shridhar, der Madhumangal ist in Vrindavan. Das Nithai sitzt mit diesen Sakas am Ufer der Ganga in Srinavati. Und während sie mit Nimai oder mit Gauranga Verstecken spielen, haben alle überall nach ihm gesucht, nach Nimai gesucht, aber niemand kann ihn finden. Um diese Zeit herum kommen einige Brahmanen, um Lotusblüten für ihr mittägliches Puja zu pflücken. Als sie einen goldenen Lotus entdecken, der sich seltsam zwischen den anderen Blumen bewegt, alarmiert dies Shridhar, der ausruft, husch! Oder mit anderen Worten, wir haben dich. Wir haben dich, Nimai. Dann taucht Nimai unter Wasser und schwimmt schnell weit weg. Also tauchen Nithai und die anderen ein, um ihn zu suchen. Doch nach einer Weile wird Nithai müde und schwimmt auf dem Rücken und erinnert sich, ich bin Anantashesh. Als Nimai bemerkt, dass Nithai wie eine Luftmatratze schwebt,
kann die Mai nicht abseits bleiben. Er schwimmt schnell hinüber zu ihm, um sich auf ihn zu legen und erinnert sich, ich bin Vishnu. Als die Sakas den Spaß sehen, können sie sich nicht erklären, was hier vor sich geht. Und so fangen sie Nimai. Lasst uns nun beobachten, wie Nimai Gauranga in Vatsalya-Rasa dient. Nämlich der ältere Bruder von Gauranga, Vishwarupa, und sein spiritueller Lehrer, sein Dikshaguru Ishwara Puri, sind verschiedene Formen von Nityananda Shakti oder von Balarama Shakti. Und beide residieren ewig in Goloka Navadvip. Als älterer Bruder ist Vishwarupa Vinimai Shiksha Guru, der unterweisende Guru. Und als Gaurangas Diksha Guru, Ishwara Puri bietet ihm ebenfalls liebevolle Führung. Und das ist Vatsalya Rasa. Obwohl Mutter Shachi und Jagannath Mishra Gaurangas Eltern sind, sehen auch die älteren Männer und Frauen von Navadvipa auf ihn, als wäre er ihr eigener Sohn. Und setzen sich stets für sein Wohlergehen. Einige der anderen führenden Vatsalya-Rasa-Bhaktas, die eine große väterliche Zuneigung für Gauranga haben, sind Advaita Acharya und Siddhartha Kurani. Dann Srivas Thakur und seine Frau Malini Devi. Und Chandrasekhar Acharya und seine Frau Sarvajaya. Und jetzt noch ein bisschen zum Tattva-Verständnis, zum philosophischen Verständnis von allem, was wir gehört haben. Die Nitya-Lilas oder die ewigen Spiele in Sri Vrindavan Dham oder Sri Navadvipa Dham sind von zweierlei Art. Nämlich es gibt die äußeren Spiele und die inneren Spiele. Obwohl die äußeren Spiele viele Formen annehmen und direkt gesehen werden können, natürlich für die Bhaktas, die dann schon auf einer höheren Stufe stehen und die schönes Bhajan ausführen. Trotzdem werden die inneren Spiele geheim gehalten. Die sind auch nicht für jeden Bhavuka-Bhakta, nicht für jeden Bhakta auf Bhava-Stufe und nicht für jeden Premika-Bhakta zu sehen. Weil nämlich in Dasya Sakya und Vatsalya Rasa dient Sri Balaram in einer äußeren männlichen Form. Um Madhura Rasa zu dienen, nimmt er jedoch eine innere weibliche Form an, die verborgen ist. Und in dieser Form unterwirft Balaram immer Sri Krishna. So, was ist diese Form von Sri Balaram, die weibliche Form, mit der er immer Krishna unterwirft? Wir müssen uns erinnern, dass Sri Krishna drei Energien hat, die seine Chit-Shakti oder seine Swarupa-Shakti, seine innere Energie bilden. Und so ist Krishna repräsentiert oder von ihm geht die Chit-Shakti aus oder das Bewusstsein an sich, das Wissen, die Wahrnehmung. Und er verkörpert auch die Samvit-Shakti, die gleichzusetzen ist mit dieser Chit-Shakti. Durch diese Shakti kann Krishna sich selbst wahrnehmen und verstehen. Und durch Gnade von dieser Shakti, durch Gnade von Krishna können wir ihn auch dann zu einem Teil verstehen. Nicht natürlich in vollem Ausmaße, weil sonst wären wir dann Krishna selbst, aber zu einem Teil, so viel wie wir wissen sollen und brauchen, so viel werden wir das Wissen durch Samvit Shakti, durch Krishnas Gnade. Und dann, wenn wir sagen Sat Chit Ananda, Sat Shakti ist Sri Balaram. Das ist eine Shakti. Und wir sagen auch Sandini Shakti. Das ist diese Shakti, die eben dann das Dham manifestiert, Vrindavan Dham oder Navadvipa Dham. Sandini Shakti ist gleich Sat
Shakti. Und wir Sat als, ja? Shakti nicht die Ewigkeitsenergie? Genau, die Energie der Ewigkeit, aber Energie der Existenz. Durch dieses Shakti existiert alles, was existiert. Die Oder wird Energie der manifestiert. Energie der ewigen Existenz. Ja, aber nicht, auch nicht der ewigen, auch in dieser materiellen Welt wird alles manifestiert durch diese Shakti, die sich als dann als zum Beispiel Rajas manifestiert, auch schöpferische Kraft. Ja, oder Kraft der Manifestation. Und interessanterweise, wir jetzt als Jiva, als bedingtes Wesen, als Nitya-Bhada-Jivas, die ewig bedingt sind in dieser materiellen Welt, wir wurden jetzt geformt ausschließlich und allein durch diese Sat-Shakti. Wir besitzen nicht einander. Wir denken, dass wir einander besitzen, aber das ist nicht das wahre einander, das spirituelle einander. Und wir besitzen nicht das spirituelle Wissen. Wir sind unwissend. Ja? Wir hören Om Ajnana Timrana Dasya Ajnananjana Shalakaya. Chakshurmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Deswegen brauchen wir einen Guru, der uns das wahre Wissen gibt über die wahre Realität, das absolute Wissen. Und dann Ananda Shakti, Shakti der Glückseligkeit, wird durch Srimati Radharani kontrolliert oder beherrscht. Und das ist dann auch Ladini Shakti, wie wir wissen. Das heißt, auf einer Seite haben wir Sat, Chit, Ananda und auf anderen Sandini, Sambit und Ladini Shakti. Die sind eigentlich ein Tattva, eine Person, Radha, Krishna und Balaram. Aber sie manifestieren sich auf dreifache Art und Weise wieder. Srila Prabhupada beschreibt das, er erklärt das durch Stromenergie, durch Elektrizität, die wir zum Kühlen oder zum Heizen einsetzen können. Also Strom kann zweifache Wirkung erzeugen. Einmal kühlen, einmal heizen. Ja, und auch einmal Licht geben. Was ist dann? Ja, also alles ist dann die Energie. Strom ist eine Art von Energie, eine Energie, die sich verschieden manifestiert. Und so ist das auch. Diese Chit-Shakti ist allgemein ein Urbegriff für Sat-Chit-Ananda oder für Sandini-Samyutta-Ladini-Shakti. Also es gibt eine allgemeine Chit-Shakti oder Svarupa-Shakti genannt. Und dann gibt es die Unterteilung wieder in Sat-Chit und Ananda. So, Die Radha, ja? Chit-Shakti ist dann die Bewusstseinsenergie, ja. Chit-Shakti Und ist Bewusstsein, genau, das spirituelle Bewusstsein, das reine Bewusstsein oder das reine Wissen. Jnana kommt von Chit-Shakti. Ja, aber es ist nicht nur Jnana, sondern ich übersetze das lieber mit dem Bewusstsein, mit dem transzendentalen Bewusstsein. Sat ist Existenzenergie, sowohl spirituell als auch materiell. Und Chit Shakti ist die Existenz, die Wissensenergie, die Bewusstseinsenergie halt von allem. Genau. Und Ananda ist die spirituelle Glückseligkeit. Ja. Ja, Und oder wir haben. als Ladini Shakti macht sie dann Krishna glückselig. Das heißt, wenn Wir wir haben als. Sandini, Samvit und Ladini sprechen, dann sind wir auf der spirituellen Ebene. Das hat dann nichts mehr mit dieser materiellen Welt zu tun. Wir haben als Jivas nur dieses Sat Shakti, also diese Existenzebene und diese Bewusstseinsebene, dieses volle Wissen und diese volle Glückseligkeit bekommen wir sozusagen. Die haben wir nicht in uns. Ja, das wäre natürlich ein anderes Thema. Also Jiva Goswami erklärt das in seinen Shatsandarbhas, in seinen sechs philosophischen Abhandlungen, dass wir als Jiva im Moment nur als Sat, nur Sat sind, nur ewig sind, aber nicht wissend und nicht glückselig. Und auf der Stufe von Bhava bekommen wir dann diese zwei anderen Energien von Radha und Krishna.
Energie des spirituellen Wissens, der Kogni ja, des Verständnisses und die Energie der Glückseligkeit. Und dann können wir die Bhavas, die spirituellen Bhavas erfahren und auf dieser Stufe dienen. Das heißt, um wirklich Radha und Krishna richtig dienen zu können, müssen wir auf die Stufe von Bhava kommen. Und dafür müssen wir Sadhana ausführen. Wie gesagt, das ist wieder wäre ein anderes Thema. Kommen wir zurück. Wir müssen ein bisschen den Feld noch bereiten, damit wir eine schöne Geschichte hören können, damit wir diese Geschichte dann wirklich verstehen können, worum es hier geht. So, Radha ist Krishnas Ananda Shakti und alle Sakis breiten sich von Sri Radha aus. Alle Sakis, alle Gopis sind Erweiterungen von Sri Radharani. Balarams Shat-Shakti hat sowohl Purusha, männliche, als auch Prakriti, weibliche Aspekte. Das ist interessant. Ja, wir sehen, dass die Formen auch in dieser materiellen Welt, aber auch in der spirituellen Welt zweifache Formen sind. Einmal männlich, Purusha, und einmal Prakriti, einmal weiblich. So, mit dieser Prakriti-Energie erschafft Balaram zuerst Goloka Vrindavan Dham, weil Prakriti bedeutet auch Natur. Ja, die materielle Natur oder die spirituelle Natur. So, mit Prakriti-Teil, mit Prakriti-Eigenschaft erschafft Balaram zuerst Goloka Vrindavan Dham, den tausendblättrigen Lotus, wo Radhas und Krishnas Nikunja Keli ewiglich stattfindet, wo ihre liebevolle Spiele stattfinden. Und wenn wir uns den Namen Rama sehen, also die Godes sagen auch oft Rama Krishna, ja, nicht unbedingt Balaram Krishna, sondern einfach nur Rama Krishna. Und innerhalb des Ra, für die Godes, die Madhurya-Rasa sind, die Vrajabhakti befolgen, für die ist diese Silbe Ra steht für Radha. Und innerhalb des Ma und Silbe Ma, in diesem Silben ist Madhusudana, Radha Madhusudana oder Radha Krishna. So, wenn Sie Rama hören, dann denken Sie an Rama Madhava, Rama Madhusudana, Radha Krishna. Und wenn sich Radhas Ananda Shakti und Balarams Sat Shakti verbinden, wenn Sie diese zwei Energien verbinden, Ananda und Sat, dann erscheint Anangamanjari. Und wir hören diese Geschichte, dass Balaram hat bis zu einem gewissen Zeitpunkt in der spirituellen Welt wieder, bitte, hat in allen Rasas verehrt oder gedient, außer in Madhurya-Rasa, außer in dem ehelichen Rasa. Und der ist dann zu Srimati Radharani eines Tages gekommen und hat gesagt, oh, liebe Srimati Radharani, ich möchte Krishna auch in Madhurya Rasa dienen. Bitte kannst du mir deine Segnungen geben, weil ich weiß, ohne deine Segnungen kann ich in Madhurya Rasa nicht dienen. Also sogar Sri Balaram, wenn er in Madhurya Rasa dienen will, in Gopi Bhava, dann muss er sich Srimati Radharani nähern, weil nur sie kann diesen Dienst gewähren. Sie ist die Hüterin von Madhurya Rasa. Ist auch die Hüterin von Kundalini Shakti. Ne? Er hat ja nicht diese, sie ist ja der Genau. Ursprung. Ja, wir werden ein bisschen sehen, wie das ist. Also, das ist sehr interessant, was da noch kommt. Das kommt dann gleich. Also, er ist alles. Sri Balaram ist alles. Er manifestiert die weiblichen und die männlichen Formen. Aber trotzdem muss er sich diese weiblichen Formen nähern, um Krishna Freude bereiten zu können. Und er sagt, bitte segne mich. Und sie segnet ihn. Und dann bekommt er einen Gopi-Körper. Und wieder, dann dieses Vergnügen, das dort entsteht, wird Nityananda genannt. Und jetzt in den Puranas heißt es, in seine Ananda-Shakti-Eigenschaft ist Balaram die Radha selbst. Also das ist unglaublich. Also das ist aus als
einem Teil von Purana. Und das wird jetzt alles, was ich eigentlich hier erzähle, das ist wichtig zu sagen, kommt aus einer wunderschönen Schrift, in der dann die Worte von Janavata Kurani und Frau von Sri Nityananda Prabhu aufgezeichnet wurden. Und diese Schrift heißt Ananga Manjari Samputika. Und diese Schrift wurde in hoher Ehre gehalten von Srila Bhaktivinoda Thakur. Und er sagt, dieses Buch ist autorisiert und wunderbares Buch. Und dieses Buch eigentlich kommt in seine Diksha-Linie. Und das Ananga entspricht, ja, Manjari Ananga Manjari Samputika. Genau. Samputika. Also alle diese Verse, die ich jetzt zitiert habe, und alle diese Tattvas, Siddhantas, werden dort offenbart. Der ganze Balaram-Tattva wird dort offenbart und vor allem dann Tattva von Ananga Manjari, wo Balaram transformiert wird, wo der männliche Balaram in einen weiblichen Balaram transformiert wird, nämlich in Ananga Manjari. Das heißt, dort wird dieser Vers aus Puranas zitiert. Kladini Shakti Rupoyam Ramascha Radhika Swayam. Und seine Ananda Shakti Eigenschaft ist Balaram, die Radha selbst. Also wir haben gesagt, alles, was nicht Krishna ist, ist Balaram. So nach dieser Logik ist Srimati Radharani auch Ananda Shakti von Sri Balaram. Und genauso ihre jüngere Schwester, Sri Ananga Manjari, ist Ananda Shakti von Sri Balaram. Und wir finden sein interessantes Gebet von Bhaktivinoda Thakur in seinem autobiografischen Brief, Svalikita Jivan. Und er beschreibt, wie er seinen Titel Bhaktivinoda bekommen hat von Goswamis aus seiner Diksha-Linie. Von Goswamis von Sri Bagnapara. Das ist ein Ort in Bengalen, nicht so weit entfernt von Srinavadvip. Und er bedankt sich dann bei seinen Goswamis, bei seinem Guru und anderen Goswamis dort, dass sie ihm diesen Titel Bhaktivinoda verliehen haben. Und seitdem heißt er dann einfach nur Bhaktivinoda Thakur. Sein eigentlich Name bis dahin war Kedarnath Datta. Hat ihm den Titel auch Bipin Bihari verliehen, oder? Gemeinsam mit allen Goswamis und Sri Bhagnapara, also die haben sich alle unterzeichnet unter einer Urkunde, die sie ihm dann verliehen haben. Und er antwortete auch mit einem schönen Brief, mit einem Dankbrief in Sanskrit verfasst. Und dieser Brief fängt mit folgenden Worten an. Shri Krishna Chaitanya Chandraya Namaha. Also ich bringe meine Pranams, meine Ehrerbietung zum vollen Mond namens Shri Krishna Chaitanya. Jayata Shri Krishna Shri Rama Krishnau Bhagna Pali Vishubhanau. Mögen Balaram und Krishna, die verehrungswürdigen Juwelen von Bhagnapara, also das sind die Hauptdetis dort in diesem Sitz von Goswamis in dieser Linie, mögen Balaram und Krishna, Sri Rama Krishnau, die verehrungswürdigen Juwelen von Bhagnapara, die geliebten Bildgestalten von Janavi Devi und die Bringer des Ruhmes für Sri Ramachandra Goswami immer ruhmreich sein. So, dieser Ramachandra Goswami ist bekannt auch als Ramay Thakur und der ist der Adoptivsohn von Sri Janavata Kurani und auch ihr Schüler. Und es wird angenommen, dass er eigentlich diese Diksha-Linie angefangen hat, die zu Janavata Kurani führt, nämlich auch dann zu Nityananda Prabhu, das nennt man Nityananda Parivar. So der Ast von Chaitanyas Baum, ein Ast von Chaitanyas Baum heißt Nityananda Parivar, Nityananda Linie. Und unter Nityananda steht dann Janava Devi.
Und dann die Abzweigung, weil sie hat viele Schüler gehabt, die eine Abzweigung als dann eben diese Bhagnapada-Linie, die mit Ramachandra Goswami beginnt, mit Ramay Thakur. Und so kommen wir eigentlich zu Krishna Balaram. Wir sehen auch, Srila Prabhupada hat in Vrindavan interessanterweise als Hauptbildgestalten in seinem Tempel in Vrindavan Krishna und Balaram installiert. Und normalerweise in Vrindavan alle verehren Sri Radha, Shyamasundar oder andere Deities. Und wir haben auch gehört, dass Sri Radha Shyamasundar von Nityananda Prabhu verehrt werden. Er hat diese Deities auch hier auf der Erde installiert, aber auch im ewigen Golokanava verehrt er Sri Radha Shyamasundar, interessanterweise. Das ist vielleicht eine Erklärung, warum Srila Prabhupada auch diese Deities in Vrindavan installiert hat. Das heißt, Nityananda Prabhu, Radha Shyamasundar, das sind seine geliebten Deities. Und Krishna Balaram sind wieder die geliebten Deities von Janamama und dann von ihren Schülern für Ramay Thakur. Und Anangamanjari Samputika, wieder diese Schrift, das sind die direkten Unterweisungen von Sri Janamatakurani an Ramay Thakur. Und diese Schrift beginnt mit folgendem Gebet. Und hier ist ein Eröffnungsgebet von Ramay. Ich bringe meine Ehrerbietungen zu den Lotusfüßen von Vasudha und Janavadar und zu den Lotusfüßen von Birchandra Prabhu. Birchandra Prabhu ist der Sohn von Nityananda Prabhu, den er gehabt hat mit der zweiten Frau, mit Vasudha Devi. Und von ihm kommt eine andere Abzweigung wieder, von dieser Janava Vamsha, Nityananda Parivar. Also ich bringe meine Pranams zu diesen zwei Frauen von Nityananda Prabhu, auch zum Sohn von Nityananda Prabhu, der in den hingebungsvollen Künsten am gelehrtesten ist. Meine Pranam geht auch an Janava und Vasudhas Ehemann, Sri Nityananda Prabhu, der die Gestalt von Anangamanjari annimmt. Natürlich dann als Balaram, aber Nityananda Prabhu ist nicht verschieden von Balaram. Diese Anangamanjari ist die jüngere Schwester von Sri Radha, Balaram Shakti und meine Guru Devin Vraja. Diese glückliche Sakhi Anangamanjari herrscht über alle anderen in der Kunja namens Anangambuja. Also die Kunja von Anangamanjari, wir wissen, dass jede Gopi, jede Manjari auch hat einen Kunja am Radha-Kund. Kunja von Anangamanjari ist eigentlich eine Insel in der Mitte von Radhakund. Okay? Also im Zentrum von Radhakund ist Ananga Ambuja oder Lotus von Ananga. Anangas Lotus. Das ist eine Insel in der Mitte von Radhakund. Und Und ihre Anangamanjari, Wohnstätte. bitte? Wohnstätte sozusagen. Ihre Wohnstätte, ihr. Wohnstätte, genau. Genau. Also ihr Kunja, ihr Hain in Vrindavan, wo sie dann Radha und Krishna verehrt. Sie ist die größte Spenderin von Radha Krishnas Prema und dem Wissen, wie man deren Nikunja Seva ausführt. Wie man Radha und Krishna sehr vertraulich als Manjari und Gopi in Vrindavan dient. So, wir haben schon gesagt, das ist jetzt dieses Eröffnungsgebet von Ramay Thakur. Und da gibt es auch viel Siddhanta, viel philosophische Verständnis für uns. Und Radha und Krishna und Balaram sind ein Tattva und nicht voneinander verschieden. Krishna ist Satchit Ananda Maya. Er ist durchdrungen von Sat, von Chit und voneinander. Und wir haben gesagt, dass Balarams Sat-Shakti erscheint in männlicher und weiblicher Form. Und wenn in weiblichen Formen, dann braucht er auch Ananda-Shakti von Srimati Radharani. Das heißt, Anangamanjari ist eine
Kombination von Balram und Srimati Radharani. Und jetzt zu Krishna und Balaram und zu diesen wunderschönen Deities, die man auch heute noch sehen kann in Bhagnapara, in diesem Sitz von Bhaktivinoda Thakuras Gurus. Wir müssen wissen, dass Sri Janamama den Ramay Thakur mit sich genommen hat auf eine Pilgerreise nach Vrindavan. Und dort hat Janamama auch ihren Körper verlassen, im Kamyavan. Sie ist nämlich in den in die Bildgestalt von Gopinath eingegangen. Sie ist einfach verschwunden hinter dem Vorhang vom Altar und ist nie mehr wieder zurückgekehrt. Und danach hatte Ramay einen Traum gehabt, wo sie ihm erschienen ist und ihm Unterweisungen gegeben hat, er soll Krishna Seva ausführen, er soll Vaishnava Seva ausführen. Und in einem anderen Traum, in diesem Kamyavan, sind wunderschöne Deities von Krishna und Balaram erschienen. Und sie haben ihn gebeten, ihnen zu dienen. Und er hat sich gewundert, Krishna und Balaram Deities, wo soll ich jetzt hier Krishna und Balaram Deities finden? Und dann am nächsten Tag geschieht ein Wunder. Als Ramay früh morgens zum Bad zu Yamuna geht, schweben ihm die wunderschönen Darumaya Murtis, die hölzernen Murtis von Krishna Balaram in die Arme. Und ihre Formen sind so bezaubernd, dass Ramay nicht zögert und er nimmt sie mit nach Kamyavan, zu diesem Wald in Vrindavan, wo er dann sein Bhajan ausgeführt hat, um ihre Seva Puja einzuweihen und mit ihrer Beredung anzufangen. Obwohl Ramay Vrindavan nicht verlassen wollte, von sich aus, Janavama hat ihn angewiesen, nee, du musst im Traum dann wieder, du musst nach Bengal gehen, du musst nach Gaudamandala gehen. Und nachdem er sich von jedem der Vraja Goswamis verabschiedet hat, trägt er dann Krishna Balaram in seinen Armen und geht auf diese langwierige Reise mit zwei Dienern, die ihm folgen. Und er reist wie 2 Monate lang zu Fuß, bevor er in einem dichten Wald in der Nähe von Ambika Kalna in Bengalen ankommt. Ja. Und das war dann ein dichter Wald, eigentlich wie ein Dschungel in Bengalen. Und wir wissen auch, in Bengalen gibt es die bengalischen Tiger. Und wo er dann angekommen ist und während er darüber nachdenkt, wie er Janavas Wunsch erfüllen kann, nämlich Krishna Seva und Vaishnava Seva durchzuführen, setzt Ramay Krishna und Balaram vorsichtig unter einen Baum. Und in diesem Moment erscheint ein gefährlicher, menschenfressender Tiger. Bengali-Tiger. Und natürlich die Diener von Ramay haben große Angst und sind in Panik, wissen nicht, was sie tun sollen. Aber Ramay Thakur bleibt ganz ruhig und der spricht diesen Tiger an. Und er sagt, du hast große Sünden begangen in früheren Leben, deswegen hast du jetzt diese menschenfressende Form von einem Tiger angenommen hat. Nimm jetzt bitte den heiligen Namen an, chante den heiligen Namen und werde glücklich. Der weiht den Tiger, der gibt ihm Harina, der weiht den Tiger ein. Und dieser Tiger fängt an zu, genau, der hat nämlich, hier sind die Worte von Ramay, zum Tiger. Und ich kann mich erinnern, wo wir dann Navadvipa Parikram gemacht haben, vor vielen, vielen Jahren. Dann wurden es, wir waren an diesem Ort, aber damals konnte ich dann die Bedeutung von diesem Ort nicht wirklich verstehen. Ich war junger Bhakta. Aber ich kann mich erinnern, dass dann
es dort auch Sadhus gab, die zum Beispiel an den Tigern geritten sind. Es gibt so andere Sadhus, die Tigern zähmen konnten. Und sie sind dann auf den Tiger geritten. Aber Ramai spricht ganz ruhig den Tiger an. O Tiger, indem du den Körper dieses Tieres angenommen hast, hast du viele Menschen getötet. Eine Sünde, für die du sicherlich in die Hölle kommen wirst. Nimm also den Namen Krishnas an und sei erlöst. Ja, und er spricht dann in das Ohr ein. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Und der Tiger fällt dann zum Boden und bringt Dandavats zu Ramai Thakur. Er bringt seine Ehrerbietungen da. Und dann beginnt der Tiger zu rennen. Danach springt in die Ganga, nimmt den Körper eines Halbgottes an, nimmt den spirituellen Körper an eigentlich und steigt in den Himmel auf. Der wird befreit vor Augen von diesem Diener von Ramai. Eine unglaubliche Geschichte. Und deswegen Bhaktivinoda Thakur, wieder zurück zu seinem Dankbrief, er schreibt Folgendes dort: Ich verehre den heiligen Tirtha von Bhagnapara, der das Land von Bengalen reinigt. Die göttliche Shakti von diesem Dham ist so groß, dass sogar ein Tiger in einen großen Krishna-Bhakta verwandelt wurde. Horibo! Also ein unglaublicher Ort. So, wie weiht Ramai nun Krishna Seva und Vaishnava Seva ein? An diesem Tag, wo er dann den Tiger befreit hatte, kommen etwa 10 bis 12 Dorfbewohner und suchen nach ihrem verlorenen Kalb. Als sie Ramai sehen, warnen sie ihn. O Mahashai, o große Persönlichkeit, bleibe nicht in diesem Dschungel, denn hier lebt ein gefährlicher Tiger. Dann sehen aber diese Dorfbewohner Krishna und Balaram und bringen sofort gefühlvoll ihre Ehrerbietungen dar. Wir sehen so, so wunderschöne Bildgestalten. Und dank des Darshans von Krishna Balaram, aber auch von Ramai, werden ihre Herzen verwandelt und sie sprechen eine glückliche Einladung aus. Oh, kommt mit uns, wir werden dich mit Nahrung und Unterkunft versorgen. Wir möchten uns kümmern um deine Bildgestaltung mit dich. Und ihre Seva-Stimmung gefällt Ramai und so geht er hin, um Krishna und Balaram hochzuheben. Aber sie rühren sich nicht von der Stelle. Krishna und Balaram möchten nicht den Platz, diesen Dschungel verlassen. Und sie bemühen sich wirklich, dort sind auch zwei Diener, sie versuchen Krishna und Balaram hochzuheben, aber das gelingt ihnen nicht. Und als die Dorfbewohner sehen, dieses Wunder sehen, kommen sie auf eine andere Idee. Sie beginnen, den Dschungel zu roden, um einen Platz für Krishna, Balaram und Ramai zu schaffen. Sie bauen eine kleine Hütte dort auf. Und langsam, langsam, Ramais Prema und freundschaftliches Verhalten zieht viele Menschen an. Sie heben einen Teich aus, pflanzen Obst- und Blumenbäume, legen einen Gemüsegarten an und sie bauen sogar einen Mandir, einen Tempel für Krishna und Balarams Siva. Im Laufe der Zeit entwickelt sich der Ort zu einem wunderbaren Ashram, dem unzählige Menschen kommen, um Krishna Balaram Seva zu unterstützen, die Arati zu sehen, Kirtan zu machen und ihr Prasad zu genießen. Als Ramai Thakura Krishna Balaram aus Rajamandala mitbrachte und ihre Seva Puja in Shripad Bhagnapara einrichtete, wurde sie zunächst in Sakya und Vatsalya Rasa ausgeführt. Das heißt, Krishna und Balaram wurden die Gopas verehrt und die Devotis, die Pujaris haben auch eine fürsorgsame Einstellung gehabt, als ob Krishna und Balaram die kleinen Jungen wären und sie haben sie in elterlicher Stimmung verehrt. Aber da gab es den Neffen von Ramai,
der auch sein Schüler geworden wurde, der nächste Goswami ist in der Diksha-Linie von Bhaktivinoda Thakur, der hieß Raj Vallabh Goswami. Raja Vallabh auf Sanskrit oder Raj Vallabh auf Bengali. Und er wurde später Pujari von Krishna Balaram, hat Seva übernommen von Ramai. Und genauso wie Janavata Kurani in Vrindavan, sie hat gesehen, da sind laute Krishna-Devis, die alleine oder Sri Radha stehen. Und sie hat dann aus Bengalen dann Radha-Devis bestellt. Und sie hat Radha-Devis neben Krishna-Devis installiert. Und so dieser Raj Ballab, der installiert Radha und Revati neben Krishna und Balaram. Und seitdem ist es in Vagnapara-Tradition, Krishna Balaram tagsüber in Sakya-Rasa und Vatsalya-Rasa anzubeten und zu verehren. Und nachts, wenn sie sich mit Radha und Revati treffen, in Madhurya-Rasa. Sehr interessant. Also sie werden in verschiedenen Rasen, verschiedenen Bhavas verehrt. Das ist sehr einzigartig und fast einmalig in der Gaudiya Vaishnava Tradition. Also für jeden etwas, ja, wo die unwissenden Menschen kommen, die kein bestimmtes Bhava haben, die Madhurya Bhava nicht richtig verstehen können, die werden dann Sakya und Vatsalya Bhava erfahren. Ja, die schöne Verehrung. Da sind zwei Gopas, Krishna und Balaram. Und die sind ja einfach kleine Jungen. Aber dann in nachts beginnt die vertrauliche Verehrung. Habt ihr noch ein bisschen Zeit und Interesse, noch weiter zu hören? Ja, gerne. Es ist sehr, sehr spannend und sehr schön. Gut. Wir werden hier aber Schluss machen mit diesem schönen Sakya und Vatsalya Rasa. Und wir werden dann ein bisschen vertrauliche Erzählung weiter fortführen im zweiten Teil.